In unserer Reihe der Bürgermeister-Interviews diesmal Bürgermeister Andreas Linhardt. Herr Bürgermeister, 2016 neigt sich dem Ende zu. Wenn Sie das Jahr Revue passieren lassen, was waren für Sie die herausragenden Veranstaltungen in diesem Jahr? Naja, wir haben immer einen bunten Strauß von vielen Veranstaltungen. Ich möchte da gar keine so besonders hervorheben. Unsere Sportveranstaltungen, die halten wir hoch. Den Pferscher Lauf, es ist das Maibaumaufstellen, eine sehr traditionelle Veranstaltung, die sich sehr guten Zuspruch sehr freut. Da kommen, wenn das Wetter passt, also ganz viele Menschen. Also einen richtigen Höhepunkt könnte ich jetzt nicht nennen, aber wenn ich das Revue passieren lasse, wir haben eine sehr gute Musical-Veranstaltung gehabt, die ist mir noch in Erinnerung, aber das will ich, wie gesagt, alles gar nicht so besonders hervorheben, weil es eben ein bunter Reigen ist, der sich eigentlich das ganze Jahr überzieht. Sie meinen, das Niveau der Veranstaltung ist schon so hoch, dass man das schon als gegeben nimmt? Na, das möchte ich gar nicht so sagen, aber es ist einfach so vielfältig und auch von der Zahl her. Es sind also Feste der Hochkultur. Ich denke an das Domkünstlerkonzert, das alljährlich im Jänner stattfindet. Dann haben wir ein Bauernmarktfest, das sind also schon Veranstaltungen, die jeweils am anderen Ende der Skala liegen, wenn Sie so wollen. Aber wie gesagt, wir versuchen, alle Geschmäcker zu bedienen und auch das, glaube ich, kommt ganz gut an. Kommen wir noch einmal zu einem Ihrer Höhepunkte, auch als Bürgermeister, dem Bruno. Wie hat sich das in diesem Zeitraum etabliert? Das hat sich gut etabliert, kann man sagen. Es kommen immer wieder Großfirmen her, die hier Veranstaltungen machen, sei es jetzt Schulungen oder seien es jetzt Festveranstaltungen. Die Gemeinde frequentiert den Saal natürlich sehr, der Platz wird sehr gut angenommen. Es ist gut angelaufen, entwickelt sich gut weiter. Was erwartet die Bevölkerung 2017 in Brunn am Gebirge? Naja, erstens einmal, das ist was ganz Erfreuliches, die Fertigstellung des Franz-Anderle-Platzes wird sich leider aus bautechnischen Gründen bis ins Frühjahr hineinziehen. Aber hier trachten wir also auch das gleich als Botschaft an die Bevölkerung, dass die zwei Fahrspuren, die für den Verkehrsfluss natürlich unerlässlich sind, dass die so gut wie immer zur Verfügung stehen. Das ist auch mit ein Grund, warum die Baustelle etwas länger dauert. Wird, wie gesagt, im späten Frühjahr alles abgeschlossen sein. Eben der Umbau des Amtshauses soll beginnen, von dem wird man ja außen wahrscheinlich nicht so viel sehen, aber ganz wichtig und für die Brunner Bevölkerung natürlich auch sehr wichtig ist der Neubau der Volksschule. Auch der wird nächstes Jahr beginnen, das dauert doch seine Zeit. Es sind zwar, wie gesagt, unter Anführungszeichen nur 9 Klassen, aber wir versuchen sie doch großzügig zu gestalten, modern nach dem letzten Stand und das wird dann schon eine Weile brauchen. Und das wird nächstes Jahr beginnen. Wann wird das Ortszentrum fertiggestellt und was umfasst das? Naja, was es umfasst, das ist ja ganz deutlich zu sehen. Ich brauche nur hier rechts aus dem Fenster schauen. Ortszentrum Franz-Anderle-Platz ist der Schlussstein, wenn man so will, der Neugestaltung des Ortszentrums. Sorgt natürlich für Unzukömmlichkeiten, was den Verkehr betrifft. Das ist auch nicht besonders schön anzusehen. Es fragen mich viele Bürgerinnen und Bürger zu Recht, na, wie lange dauert denn das noch? Es dauert leider noch ein bisschen. Wir werden die Straßenführung bis Ende März, Anfang April fertiggestellt haben und danach beginnen wir mit der Gestaltung des unmittelbaren Vorplatzes. Das wird sich bis Mai ziehen, also ein bisschen Geduld muss ich die Bürgerinnen und Bürger noch bitten, aber das Ergebnis wird sich dann auch sehen lassen. Wir kommen zu weiteren Umbauten, es geht auch um die Volksschule. Ja, das ist eines der größten Projekte der letzten Jahre, das größte Einzelprojekt jetzt, das war vor nicht allzu langer Zeit die Richtung der Zweifachsporthalle, aber eine neue Volksschule, auch wenn sie nur unter Anführungszeichen über 9 Klassen verfügen wird, das ist natürlich noch einmal eine Dimension höher. Also es ist mit Baukosten insgesamt von rund 10 Millionen Euro zu rechnen. Die Planung muss man natürlich sehr sorgfältig machen. Wir haben ja ein sehr gutes Architektenteam aussuchen können. Die Planungen sind gut im Laufen. Wir haben ein sehr straffes Zeitkorsett. Wir wollen im Schuljahr 18, 19 eröffnen. Da dürfen
also nicht viele Pannen passieren oder größere Unterbrechungen. Sonst kommen wir da ein bisschen ins Gedränge, aber wir sind bis jetzt gut unterwegs. Wenn es um Ausbau, Neubau von Volksschulen geht, bedeutet es aber auch, dass Brunn am Gebirge wächst? Ja, Brunn wächst stetig. Wir sind ständig dabei, die Infrastruktur entweder nachzuziehen oder so wie bei der Volksschule eben vorausschauend zu planen und zu errichten. Wir haben ja schon eine Volksschule, die wir im herkömmlichen Unterricht, wenn ich so sagen darf, führen, am Vormittag Unterricht, am Nachmittag Hortbetrieb. Die neue Schule soll eine Ganztagsschule werden mit verschränktem Unterricht, sodass wir beide Unterrichtsformen anbieten können. Wir halten das für eine sehr gute Lösung und die zweite Schule wird natürlich und soll natürlich den Bevölkerungszuwachs, der zweifellos sein wird, auffangen. Woran liegt es, dass Brunn am Gebirge so wächst? Ist die Attraktivität des Umlandes von Wien derartig hoch? Ja, also es ist ja allgemein bekannt, rund um die Großstädte der sogenannte Speckgürtel. Wir sind ja nicht die einzige Gemeinde, die sich regen Zulauf sehr freut, aber wir sind immer im Spitzenfeld derjenigen, wo der Zuwachs am größten ist. Ich vermute mal, dass es doch die geografische Lage ist jetzt speziell von Brunn, die das begünstigt. Verkehrstechnisch, man ist nicht weit von Wien, schnell auf der Autobahn, man ist auch rasch im Wald. Also das sind einmal so äußere Gegebenheiten, die das sicher befördern. Dem Rechnung tragen, wird es einmal notwendig sein, auch das Amtsgebäude umzubauen, nachzujustieren? Ja, wenn die Gemeinde wächst, muss die Gemeindeverwaltung natürlich auch in entsprechendem Rahmen mitwachsen. Wir tragen dem insofern Rechnung, als wir nächstes Jahr beginnen werden, das Amtshaus umzubauen. Wir müssen es barrierefrei gestalten durch Einbau eines Lifts. Bei der Gelegenheit werden natürlich auch gleich Adaptierungen und Modernisierungen vorgenommen. Wir werden versuchen, einige Zimmer mehr aus dem Baukörper herauszuschlagen, um Platz für zukünftige Mitarbeiter zu schaffen. Aber Schwerpunkt ist natürlich die Schaffung der barrierefrei. Da laufen die Planungen auch. Das ist natürlich, möchte ich fast sagen, mindestens so kompliziert wie die Errichtung eines neuen Gebäudes, wie bei der Volksschule. An der alten Substanz zu arbeiten, ist immer kompliziert. Man ist vor Überraschungen nicht gefeit. Das ist bei einem Neubau doch nicht in dem Maß zu erwarten. Aber auch da sind wir gut unterwegs. Da haben wir einen guten Planer, auch eine Projektgruppe, die das Ganze betreut. Also auch das wird, da bin ich mir sicher, gut über die Bühne gehen. Wie präsentiert sich Brunn am Gebirge in der Region? Wie positionieren Sie auch Ihre Gemeinde in dieser Region? Wir versuchen, unserer Gemeinde eine eigene Identität zu erhalten. Das halte ich für eine wichtige Aufgabe im Umland von Wien, im Umland einer Großstadt, dass man nicht aufgesogen wird. Und wir versuchen auch eine aktive Gemeinde zu sein. Das heißt, wir wollen nicht eine Schlafstadt sein, wo die Wiener zum Schlafen rauskommen, am Wochenende vielleicht ein bisschen im Garten sitzen und ansonsten von der Gemeinde nicht viel wahrnehmen. Das wollen wir nicht. Wir bieten aus diesem Grund auch sehr viel. Es wird auch sehr gut angenommen. Das ist ein Wechselspiel. Also so würde ich unsere Gemeinde in etwa positionieren. Ihre Gemeinde agiert ja sehr geschickt. Sie haben ein schönes Ortszentrum, einen alten Ortsteil. Die Industrie, die ja gute Abgaben abwirft letztendlich, ist aber am Rande positioniert und unmerklich vom ursprünglichen Ortskern. Ja, also noch einmal gesagt, natürlich trifft die Politik wichtige Entscheidungen, weil es ist so, wie Brunn dasteht, ist nicht alles auf das Genie der Politik zurückzuführen. Es ist in der Tat so, dass Gewerbegebiet und Wohngebiet gut voneinander getrennt sind. Eine Durchmischung wäre nicht gut. Wir haben die Absiedelung der Industriebetriebe gut aufgefangen durch den Aufbau von Dienstleistungs- und Gewerbegebieten, die uns gute Einnahmen aus der Kommunalsteuer sichern. Und auch das ist ein Grund, warum wir gut dastehen, weil wir haben schon finanzielle Bewegungsfreiheit, die wir auch nutzen in Brunn. Ihre Wünsche für Ihre Gemeinde und für die Bevölkerung 2017? Ja, also es sollen mal alle Brunnerinnen und Brunner einschließlich meiner Person gesund bleiben im nächsten Jahr. Brunn soll sich gut weiterentwickeln, es soll das politische Klima, auch das möchte ich sagen, soll so bleiben, wie es ist. Es ist, wie man so schön sagt, von konstruktivem Miteinander geprägt. Also das sage ich jetzt nicht nur als Schlagwort, also alle ziehen am gleichen Strang. Natürlich gibt es Auffassungsunterschiede gelegentlich, aber das wird alles in, sage ich mal, zivilisierter Weise ausgetragen. Also auch das soll so bleiben.